Servus, ihr Romaniacs, hier ist Sascha und wir starten mit einem neuen Charakter in Ark, immer noch auf der Xbox One und ich hab mir den Fashion Mucki Kurt erstellt, wisst ihr? Mehr in Arme als im Koppe. Ja, Mucki Kurt, unser neuer Charakter, ist er nicht schön? Kerl, da habe ich mich richtig im Editor ausgetobt. Arme so breit wie Donuts. Besserer Vergleich fiel mir gerade nicht ein. So, Flugsaurier über uns, kein guter Start. So, erstmal ein bisschen das Implantat kratze, Freunde. Und danach den Schritt. So, los geht's. Okay, nichts, was uns in den ersten Sekunden fressen will. Das ist schon mal gut. Du bleibst in der Luft. Niemand legt sich mit dem Mucki Kurt an. Oh, und wer bist du, Freundchen? So, wer ist das? Das ist der Markus. So, gucken wir, was der Markus in der Tasche hat. Thatch und Wood. Oh, sehr schön. Ja, und willkommen in meiner Welt. Kriegst du erstmal ein bisschen auf den Nuss, ne? Ja, denn wer sich mit dem Mucki Kurt anlegt, der kriegt ein paar vors Maul, Freunde. Also eine Sache habe ich jetzt gelernt in meiner Zeit mit Ark. Hau anderen eher aufs Maul, bevor sie dir aufs Maul hauen, denn Freundlichkeit, kommt nicht so gut an. Wie sagt man so schön, Witzigkeit kennt keine Grenzen, ne? Und das ist hier genauso. Man kann zwar mal winken, aber in der Regel ist es immer gut, einen Speer in der Hand zu haben und zuzuschlagen, bevor der andere zuschlägt. Schlagen, bevor man geschlagen wird, sozusagen. Und der Mucki-Kurt haut dir den Baumstamm. So. Ja, ich spiele übrigens immer noch auf der Xbox One. Wer sich fragt, warum das eigentlich so scheiße aussieht. Also ich bin wirklich nicht besonders beeindruckt. Je mehr ich spiele, desto mehr wünsche ich mir, dass ich mir vielleicht doch mal die Uhr... Denke ich momentan, ich hätte doch Lust, mir die PC-Version zu holen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich ganz nett, auf der Konsole zu spielen, schön vom Fernseher. Ja, aber es sieht halt wirklich nicht schön aus. Also ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich glaube, es sind so mittlere PC-Settings. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Also gerade dieses Kantenflimmern ist teilweise schon richtig krass. Also man muss dazu sagen, ich hoffe, dadurch, dass noch eine Early-Access-Version auch auf der Konsole ist, wird da noch einiges nachgebessert. Denn optisch muss da einfach mehr gehen. Also ganz, ganz ehrlich. So, jetzt gucken wir mal, was hier im Feuer war. Vielleicht ist hier noch was drin. Manchmal hat man ja Glück. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, wir sammeln erstmal. Wir sammeln erstmal, versuchen den ersten Level abzukriegen. Werden dann auf jeden Fall einen Speer bauen. Und ich versuche auch relativ flott, diesmal eine Hütte hinzuzimmern. So viel steht fest. Oh, dieses V-Sync macht mich kaputt, ey. Dieses verschobene Bild. So, wir gehen erstmal ein bisschen abbauen. Ich muss natürlich erstmal ein Gramm für eine Axt kriegen, deswegen auch Level Up, auch ganz wichtig. Und so lange hauen wir halt mit der Pickaxe drauf. Ist übrigens eine ganz nette Ecke hier, die ich habe. So ein bisschen eingesponnen zu beiden Seiten, ein paar Felsen daneben. Wäre gar nicht mal so schlecht, um hier einen ersten Standort zu erstellen. Auf der anderen Seite, das ist der Spawn. Da will man, glaube ich, nicht direkt bauen. Deswegen, wir werden definitiv ein bisschen in eine Richtung gehen nachher. So. Ja, guck mal, da liegt immer noch der Markus rum. Markus. Willst du auch einen Sack? Ja, sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid, Markus. Es tut mir leid, Markus. Nichts. Ja, wenn, sorry, da kann ich nichts für. Das ist der Mucki Kurt, der hier aus mir spricht, Freunde. Der hat gesagt, erledige den Markus mal, bevor der Markus dich erledigt und aufwacht. Finde ich übrigens ein Feature, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie gut ich das finde. Dass man, wenn man sich ausloggt, im Spiel drin bleibt. Ist tatsächlich so eine Sache. Also deswegen ist es gut, einen Unterschlupf zu haben. Auf der anderen Seite habe ich schon erlebt, dass Leute meinen Unterschlupf eingerissen haben und mich getötet haben. Ich habe mal auf dem Hardcore-Server gespielt. Das war sehr doof, sich wieder einzuloggen und plötzlich war der Charakter komplett weg. Das ist immer so ein bisschen Nervenkitzel, was passiert, wenn man wieder aufwacht. So, erster Level-Up. So, gehen wir mal hier in Sicherheit. Ja, hier bin ich ganz gut eingekesselt. So, Level-Up. Worauf konzentrieren wir uns? Ich denke erstmal auf die Traglast. Das macht am meisten Sinn. Je mehr ich tragen kann, umso besser. So, dann werden wir uns 8 Engrammpunkte. Tja, gehen wir direkt auf Foundation für ein Haus. Also Campfire lagen hier so viele rum.
Das lasse ich fast. Ich denke, wir haben erstmal eine Axt. Speer oder Club, Speer oder Club. Oder Foundation, sind drei. Es macht natürlich echt Sinn, sich schnell ein Haus hinzuzimmern. Aber mehr kann ich dann auch nicht mir momentan mehr holen. Aber wir haben zumindest schon mal eine Foundation, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können uns zumindest schon mal die Grundlage für unser Haus hinlegen. Ich werde jetzt mal eine Axt erstellen, damit wir natürlich ein bisschen Holz sammeln können. Ich weiß nicht, vielleicht ist das mein Eindruck, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich mit der Pickaxe oder der Stone Pick, wie sie hier heißt, auf Bäume draufschlage, dass ich dann häufiger Thatch als normales Wood kriege. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, ob das Zufall ist. Gebt mal in die Kommentare, sagt mir mal Bescheid, mir blutigen Noob. Oh, da lief ein Spieler im Hintergrund vorbei. So. Übrigens auch sehr schöne Tipps letztens in den Kommentaren schon, dass mir gesagt wurde, ich kann Werkzeuge reparieren, was deutlich günstiger ist als neu herstellen. Er ist für mich als blutigen Anfänger natürlich perfekt. So, was habe ich hier rausgeworfen? So eine Beere. Gut, dann würde ich sagen... Ja, jetzt hätte ich natürlich vielleicht doch lieber den Speer erstellen sollen. Da vorne lief nämlich ein anderer Spieler rum. Wer weiß, ob der zurückkommt. Ja, wir folgen erstmal unserem Plan. Wir bauen weiterhin ab. Hoffen, dass wir nicht über den Haufen geknüppelt werden in der Zeit. Ja, willkommen zum Holzfäller-Simulator. Wundert mich, dass Astragon das Spiel nicht published. Übrigens, auf dem PC gibt es, glaube ich, auch eine Third Person. Die gibt es auf der Konsole bisher noch nicht, soweit ich weiß. Wäre bei so einem Spiel tatsächlich gar nicht mal so super übel. So, was haben wir da? Okay, eine Hütte. Gehen wir da mal gucken. Oh, erstmal schön hier hingekackt. Erstmal schön. Der Muckikurt hat sein. Der Muckikurt kann nicht sprechen, Freunde. Hat ja keine Hirn. Denkt dran. Ja, ist immer gut, wenn ich in Form von Muckikurt spreche, dass ich nicht ganz den Satz ins Ziel bringe. Denn Muckikurt hat ja seine Muckis und keinen Kopf. Beziehungsweise nicht viel Hirn hat der Muckikurt, aber eine Arme hat er. Okay. So, gehen wir ein bisschen sammeln. Ein bisschen Fiber ist auch nicht schlecht. So, gucken wir dem Dino mal im Popo. Hallo, hier ist der Herr Proktologe. Hallo, der Muckikurt kommt. Machen Sie, bücken Sie sich mal. So, was ist das? Stufe 8? Komm, den krieg ich doch platt. Den krieg ich doch platt. Ja, wir laufen erstmal ein bisschen, gucken uns mal um. Ich bin natürlich... Oh, hier... Oh, da ist ein anderer Spieler. Tja, wie gern hätte ich jetzt einen Speer. Ist doch kein anderer... Ist kein anderer Spieler. Es ist ein... So ein komischer Höhlenmensch. Das ist mir zu gefährlich da. Das ist mir da gerade zu gefährlich. So ein komischer Höhlen... habe ich schon mal gesehen. Das sind irgendwie so Ureinwohner oder sowas. Mit denen habe ich mich mal angelegt auf einem anderen Server. Obwohl ich dem... Leveltechnisch relativ überlegen war, das war keine gute Idee. So. Ja, auf dem Weg natürlich zum nächsten Level ab, damit wir uns eigentlich einen Speer bauen können und dann nicht nur das, sondern natürlich auch Wände. Und dann will ich langsam anfangen, die Hütte zu bauen. Folgen übrigens werden immer so um die 15 Minuten lang sein, dafür gibt es mehrere. Also es ist jetzt nicht Feierabend morgen nach der nächsten Folge, sondern... ich werde jetzt einiges am Stück aufnehmen und das dann jeden Tag eine Folge raushauen. Und ich weiß, einige werden sagen, 15 Minuten, viel zu kurz. Aber der Muckikurt hat zu tun, Freunde. Wundert mich tatsächlich, obwohl der Server laut offizieller Aussage relativ voll war. Also tatsächlich alle 70 Plätze waren belegt. Ich habe wirklich Probleme gehabt, hier auch noch Nummer 14 draufzukommen. Und alle Server sind momentan belegt, muss dazu aber auch gesagt sein. Also egal, welche Nummer man versucht. Aber es wundert mich tatsächlich, dass ich so wenig Spieler hier am Spawn treffe. Oh, da ist doch einer. Das sieht aber auch nach einem blutigen Anfänger aus. Jo, da, ich bin der Muckikurt, Kollege. So, nehmen wir das Radialmenü. Hey,
Guck mal, der rennt einfach weg. Wo hätte ich einen Speer, Kollege? Wärst du tot? Ich erwähne es nur mal so nebenbei. Oh, was ist denn da? Das ist so geil, dass die Schatten ein bisschen ins Wasser reflektieren und man ständig das Gefühl hat, dass irgendwas Riesiges im Wasser ist. So. Oh, guck mal, er guckt uns an. Er hat uns entdeckt. Er hat uns gespottet endlich. Gehen wir mal hin. Gehen wir vielleicht mal winken. Hallo Kollege, ich bin der Muckikurt. Hände hoch. Also, winken wir ihm mal zu. Also, er ist uns scheinbar freundlich gesinnt, beziehungsweise er hat Angst vor uns. Natürlich. Ich meine, wenn ich den Muckikurt sehen würde, dann hätte ich auch Angst. Der hat der so viel Muckis. Gut, lassen wir ihn mal am Leben. Ich meine, ich greife eh nicht gerne andere Spiele an, wenn ich keinen Speer habe. Wenn ich einen Speer habe, sieht die Sache anders aus. Aber ich meine, was kann so ein Stufe 2 Spieler schon in der Tasche haben? Ganz ehrlich, nicht besonders viel. Der hat vermutlich genauso wie wir ein bisschen Thatch, ein bisschen Wood in der Tasche und das war's. Also, da ist nicht so viel rauszuholen. Das sieht natürlich aus, wenn wir in Level 4, 5 kommen. Da sieht's anders aus, weil dann haben Leute tatsächlich auch ihr, vielleicht ein bisschen Fleisch mal dabei oder, andere Engramme gehabt und irgendwelche Sachen dadurch. Ich habe schon mal ein Sleeping Bag zum Beispiel schon mal relativ früh dadurch bekommen. Ja. So, was ist hier? Oh, hier liegt eine Tasche. Hier wird einer umgebracht. Da ist aber nichts mehr drin, wird schon geleert. Also hier wird definitiv ein Spieler umgebracht. Und der hat sich aufgelöst. So, noch eine Foundation. Ja. Das ist natürlich grausam, wenn Leute spawnen und dann hier anfangen, ihre Foundation zu bauen und dann tatsächlich offline gehen. Ist aber auch eine Hütte. Ja, und wundert euch nicht, wenn dieses Bild, wenn es so aussieht, dass das Bild sich so manchmal teilt, verschiebt. Das ist tatsächlich so eine schlechte V-Sync. Also es gibt ja keinen V-Sync, was man aktivieren kann, um das irgendwie zu verhindern. Dummerweise. So, da haben wir einen Triceratops. Oh, ich habe schon wieder gekackt. Geh, überall kacken wir hin. Oh, hier liegt auch einer. Auch ein Spieler, der sich ausgenockt hat. Stufe 4. Der könnte, hier können wir Glück haben. Oh, guck mal an. Der hat schon ein bisschen mehr dabei. Oh, gerade Hide ist natürlich sehr geil. Dann nehmen wir mal alles. Spoiled Meat. Okay, das Fleisch. Der hätte zum Beispiel Fleisch dabei gehabt, aber das ist dummerweise verdorben. Das bringt uns natürlich nicht so super viel was. Mal raus damit. Ja, ist tatsächlich ein cool. Also, ich finde das Feature auf der einen Seite finde ich echt cool, dass man in der Welt drin bleibt. Auf der anderen Seite. Wow. Auf der anderen Seite. Wenn man ich lock mich ungern aus, wenn ich noch keinen Unterschlupf habe. Sagen wir es mal so. Deswegen werde ich also so lange am Stück spielen, bis ich zumindest einen Unterschlupf habe und sicher bin. So, wie sieht es mit dem Essen aus? Ja, ich muss langsam mal ein paar Beeren reinhauen, die ich hier gefarmt habe. Stimberry. Ja, mit Narkobären muss man aufpassen. Die geben ja manchmal so eine komische Out-of-Body-Experience, nenne ich es mal. Also ein bisschen LSD-mäßig. Nicht, dass ich wüsste, wie sich LSD anfühlt, aber ich vermute mal, so fühlt sich LSD an. Wenn man von außen auf seinen Körper schaut. Da spekuliert der Muckikurt mal. So. Okay, also dort haben wir sogar zwei Hütten. Könnten wir uns natürlich auch gleich mal anschauen. Vielleicht haben wir Glück. Solange ich keinen anderen Spieler sehe, ist das natürlich immer ganz gut. Könnte natürlich Glück haben, dass da vielleicht auch einer drin liegt, der sich ausgelockt hat. Aber ist natürlich beschissen, wenn du keinen... Das ist natürlich echt eine schicke Hütte. Schon zweistufig. Aber ist natürlich doof, wenn du noch keine Türen drin hast. Wenn es dafür nicht reicht, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht ausloggen. Aber es könnte natürlich der im Wald sein, dass der sich gedacht hat, hey, ich habe noch keine Türen, ich lebe mich mal im Wald. Tja, ist natürlich doof, wenn so ein Muckikurt wie ich daherkommt und einfach mal in eine Hütte reinschaut. So. Okay, auch keine Tür drin. Ja, und auch nichts in der Hütte drin, schade. Schad eh. Aber zumindest ein schöner Brachiosaurus. Oh, viele Brachiosaurus. Da hinten ist auch einer im Hintergrund.
Ja, ich sehe gerade, wir nähern uns der 15-Minuten-Marke. Haben fast den Level-Up erreicht, wie wir es sehen. Ich denke, wir werden ja jetzt so langsam gleich hier einen Cut machen. Wir werden noch ein, zwei Bäume hauen und dann beginnen wir beim nächsten Mal mit dem Level-Up dann tatsächlich die Foundation für unser Haus zu legen. Das sei schon mal an der Stelle gesagt. Also nächste Folge morgen. Ich lade die heute am Stück direkt hoch. Und ja, dann bis morgen, Freunde.